Hallo zur Szene München. Heute aus dem Soir Blest in der Pannerstraße, gleich hinter dem Bayerischen Hof. Denn hier findet heute ein Handtaschenbazar mit Versteigerung statt. Und ich bin heute der Onktionator. Und deshalb wird die Szene München heute präsentiert von meinem Kollegen Lenny. Okay. Ich versuche heute aus männlicher Perspektive das Mysterium hinter Handtaschen aufzuklären. Bis jetzt habe ich es noch nicht so ganz verstanden. Ich weiß, wie manche Handtaschen zumindest von innen aussehen können, aber das finden wir jetzt gemeinsam einmal aus der primitiv männlichen Sicht heraus. Dafür habe ich Gabi hier. Servus, Gabi. Servus. Gabi, was ist für dich so die perfekte Handtasche? Eine perfekte Handtasche. Oh, gute Frage. Ich kläre dich auf. Die muss eine bestimmte Größe haben. Die darf auf keinen Fall zu klein sein. Es sei denn, ich gehe in die Oper oder ich gehe schick aus, dann brauche ich nur eine Brille, einen Geldbeutel und vielleicht noch ein Taschentuch. Das ist ganz wichtig. Warum müssen Damenhandtaschen groß sein? Weil der Mann immer sagt, kannst du meinen Schlüssel, meine Brieftasche, mein Handy einstecken? Ich habe da in meinem Jackett nicht Platz. So, ich nehme also immer die Sachen vom Mann auch noch mit und dann heißt es wieder hinterher, so, brauchst du so eine große Handtasche? Ja. Aber als Frau hat man ja so viel. Also man muss ja alles irgendwie unterbringen. Und aber sonst? Das stimmt, das ist mir auch schon aufgefallen. Das fängt ja eigentlich schon bei den Hosen an. Ne? Wir Männer, wir haben immer so riesige Hosentaschen. Ja, und dann. Und es liegt alles drin und als Frau kann ich ja mein Handy nicht in die Hosentasche tun. Wir haben den Schlüssel in der Hosentasche, den Geldbeutel meistens hier in der linken Innentasche, das Handy in der rechten. Und ihr, trotz und so einer großen so Handtasche, sagt ihr, könnt ihr noch den Labello einstecken. Ja, nee. Und ich sage, wo denn noch? Entschuldigung, deswegen sehen Männer-Jeans immer so aus wie diese Männer-Jeans. Seht ihr diese eckigen Dinger hier? Handtasche macht ein Outfit nochmal komplett. Es ist auch irgendwie total wichtig, dass die Handtasche zum Outfit matcht. Das ist mir immer sehr, sehr wichtig. Deswegen habe ich sehr viele Handtaschen zu Hause in diversen Farben und Ausführungen. Und noch dazu ist es halt so praktisch, ich habe immer mein ganzes Stuff dabei. Mein ganzer Haushalt ist immer meine Handtasche, deswegen liebe ich große Handtaschen. Das sind Welten, genau. Das sind Bermuda-Dreiecke und hin und wieder taucht mal wieder was auf. Also, weiß nicht, das ist wie atmen. Taschen sind wie atmen. Genau. Dann dürfen uns die Handtaschen wohl oder übel niemals ausgehen. Genau. Hinter der Auktion stecken die Unternehmerinnen Monika Faden und Stefanie Freifrau von Müller-Kölsch. Sie wollen die kompletten Einnahmen an den Verein Horizont e.V. spenden. Ja, Rosi hat ein Telefon und hier steht sie auch schon. Rosalie ist jetzt bei mir. Du bist vom Horizont e.V. Erklär uns mal ganz kurz, was macht ihr für eine wichtige Arbeit da? Ja, also Horizont ist eine Initiative für wohnungslose Mamas und Kinder. Und die gibt es seit über 25 Jahren und wurde von der Schauspielerin Jutta Speidel gegründet. Und wir kümmern uns in München um wohnungslose Kinder und ihre Mütter, wie schon gesagt. Und die leiden oft in besonderer Weise, weil oft häusliche Gewalt der Grund für die Wohnungslosigkeit ist. Und genau, in zwei Häusern kümmern wir uns in München. Wir haben ein Schutzhaus und ein offenes Haus und betreuen in diesen beiden Häusern ungefähr 260 Menschen. Während Lenny sich das Mysterium hinter der Frauenhandtasche erklären lässt, zeigen uns Chefredakteurin Marion Gehlert und unser Onktionator einige Exemplare der Auktion. Ach, guck mal, hier gibt es auch Schlagringe zu ersteigern. Alex, also zweifelsohne könnte man diese Handtasche auch so verwenden, wenn man seinen Ex-Freund trifft, dass man mit einem Rechtsaußen einen deutlichen Eindruck oder Abdruck hinterlässt. Tatsächlich aber ist das ein Handtäschchen, das einem Modell von Karl Lagerfeld nachgebaut ist, im Original unbezahlbar. Gibt es also irgendwo am türkischen Strand günstig? Nein, also wenn ihr euch das mal näher anschaut, also die Verarbeitung hier oben, die ist tatsächlich schon sehr sorgfältig. Das Material ist Satin, ist auch vom Innenleben her sehr schön. Und gibt es für wohltätige Zwecke heute ab 80 Euro in der Auktion. Ach, guck mal, noch ein Ring mit Tasche, aber das ist jetzt positiv, das ist nämlich ein Verlobungsring. Bisschen umständlich zu tragen, aber okay. Ja, und auch in einer Größe, wo ich sage, beeindruckend.
Für die Auktion konnten die Damen auch einige Taschen mitbringen. Das hat sich die Prominenz nicht zweimal sagen lassen. Neben Froschtaschen oder einem Exemplar mit Malereien haben nämlich auch bekannte Gesichter wie Doris Dörri, Veronika Ferres und Saskia Greipel Unikate vorbeigebracht. Das ist eine Celine Bag von Theresa und sie ist schon sehr gut über 3.000 Euro. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass hier jemand erkennt, was das für ein Schmuckstückchen ist und wirklich viel Geld für den guten Zweck gibt. Das ist sehr viel Geld, auch für eine Tasche. Was macht die so besonders? Celine habe ich schon mal gehört. Hast du gehört? Das habe ich schon mal gehört. Und sonst bitte weih mich doch einmal in eure Geheimnisse ein. Also es gibt so ein paar Taschenmarken, die alle Frauen, die Taschen lieben, gerne haben. Und Celine gehört mit dazu. Sie wird von Stars getragen und deswegen sind wir natürlich alle heiß drauf. Okay, alles klar. Das ist vielleicht so wie bei uns, die werden dann einfach was mit dem Auto oder so. So ist es. Alles klar. Liebe Saskia, vielen Dank dir und wir hoffen drauf, dass sie für ordentlich Zaster weggeht, damit Horizont hier noch mehr geholfen werden kann. Ich hoffe das von ganzem Herzen. Dankeschön. Und während die Celine-Tasche von Saskia Greipel eine neue Besitzerin findet, schauen wir jetzt nochmal zu Lenny. Und wie sieht's aus? Was steckt hinter dem Mysterium der Tasche? Ich glaube, ich habe den ersten Verbündeten hier gefunden, Michael. Hallo. Ich versuch's zu verstehen. Verstehst du es, den ganzen Hype um die Handtaschen? Verstehen im Sinne von vergeistigen, nein. Ich sehe natürlich die Notwendigkeit einer Handtasche für Frauen. Und das, ich glaube, das beschreibt fast schon wieder alles. Okay, das habe ich jetzt auch verstanden. Also man braucht viel Platz, man will sich das irgendwie sortiert haben, das habe ich so gehört, aber es ist gleichzeitig auch noch ein Statement und Nostalgie und Lifestyle. Ich würde das mal vergleichen vielleicht mit den Uhren bei Männern. So kriegt man vielleicht das Ding als Mann verständlich rum. Nachvollziehen. Es ist ein unentdecktes Land, die Handtasche als solche. Was ich vermisst habe, waren Herrenhandtaschen. Vielleicht ist dann der Zugang leichter. Weißt du, ein bisschen Lenny Kravitz hören. Lenny? Und denn Lenny Kravitz trägt doch Herrenhandtaschen. Das kann auch stylisch sein, ist bei uns aber nicht in. So ein Detlef-Täschchen? Ich selber habe keine Handtasche. Also ich halte auch nichts von der Herrenhandtasche. Man sagt ja, alles kommt in der Mode wieder. Manche Sachen sollten bleiben, wo sie waren. Ja. Und da gehört die Herrenhandtasche dazu. Aus meiner Sicht, ja. Steigerung, die ist jetzt hinter mir gerade schon in vollem Gange. Es ist totaler Wahnsinn. Die Geldsummen, die fliegen einfach nur so durch den Raum rum, als wäre es nichts. Und das Tolle ist eben, es ist für einen guten Zweck, aber dieses Gefühl, das ist Wahnsinn. Die Luft brennt da drin und wir hoffen, dass sie da mit richtig gut was rausgehen. Die erste Tasche, die ist jetzt schon mal für 1200 Euro weggegangen. Kann gerne so weitergehen. Zum ersten, zum zweiten, zum dritten verkauft. München-TV-Chefredakteurin Marion Gelert und unser Auktionator versteigern eine Tasche nach der anderen. Jeder Euro geht an die Initiative Horizont e.V. von Jutta Speidel, die sich seit über 25 Jahren für Frauen und Kinder in sozialer Not einsetzt. Jetzt ist ja diese Veranstaltung hier heute extra dafür ins Leben gerufen worden. Warum ist das für euch so wichtig? Also wir finanzieren uns fast überwiegend aus Spenden. Deswegen ist jeder Euro wichtig für unsere Arbeit. Wir arbeiten im Schutzhaus mit Sozialpädagoginnen, die sich ganz engmaschig um die Frauen und Kinder kümmern. Und gerade solche Events wie heute sind besonders wichtig, um eben über das Thema Wohnungslosigkeit aufzuklären. In München alleine gibt es mehr als 11.000 wohnungslose Menschen. Allein 3.000 davon sind minderjährig. Und das ist einfach eine wahnsinnig wichtige Arbeit. Und wir freuen uns immer, wenn jemand sich engagiert. Und dieser Handtaschenbazar wird eben heute zu unseren Gunsten organisiert. Und die Spendengelder werden eben an Horizont e.V. gehen. Saskia, dir liegt das Projekt auch total im Herzen. Du hast sogar eine eigene Tasche mitgebracht. Was ist das Besondere? Warum hast du dir gedacht, da mache ich mit? Also erstens finde ich Horizont eine wahnsinnig tolle Organisation. Sowas muss unterstützt werden. Man darf einfach nicht die Augen verschließen. Und dann habe ich mir gedacht, wenn es heißt, ich bin ein ganz großer Taschenliebhaber und wenn ich gefragt werde, ob ich eine Tasche gebe, habe ich gedacht, dann muss ich eine richtig gute aus meinem Fundus geben. Also ist das eine tolle Art, zu helfen und ja, und Charity-Projekte zu unterstützen, da sind wir immer dabei. Uns geht so gut und da muss man, denke ich, auch immer was abgeben.
Ich finde es super, dass viele Leute da waren und sich die Zeit genommen haben, weil es wirklich so eine schöne Aktion ist. Und es macht ja Spaß. Ne? Ich liebe ja so Versteigerungen, das ist total witzig. Plus man hat am Ende noch eine schöne Handtasche, eben noch als Goodie obendrauf. Es geht natürlich nicht um die Handtasche, sondern um viel, viel mehr. Aber man kriegt auch noch eine schöne Handtasche, also super Sachen. Das ist eigentlich das Schöne, dass es nicht um, es geht nicht um Kommerz, es geht nicht um, wunderbar, noch 5 Handtaschen, sondern es geht darum, dass wir explizit sagen, wir unterstützen den Verein und deswegen ist es immer so, ich nehme zwar eine neue Handtasche mit, aber ich habe was Gutes getan und das, was Gutes tun, überwiegt. Und das Schöne ist, dass das Geld geht zu 100% an den Verein. Der Verein ist hier in München und macht hier in München für Kinder und ihre Mütter so viel Gutes. Toll. Sind wir doch mal ehrlich, keine Frau braucht noch eine Handtasche, weil sie ohnehin schon im zweistelligen Bereich welche daheim hat. Eine Handtasche will man einfach. Und in dem Fall hatte ich das Gefühl, dass viele einfach eine wollten, egal welche, weil sie damit Gutes tun wollten. Und das ist schon schön. Weil ich das eine absolut wundervolle Sache finde, die man echt unterstützen muss. Großartige Organisation, prominente Unterstützung. Das darf im nächsten Jahr noch ein bisschen mehr werden. Ich finde es mega, saugeil. Insgesamt 50 Taschen wurden versteigert. 5.000 Euro sind zusammengekommen. Ein voller Erfolg für die Initiatorinnen. So, ich schleiche mich jetzt mal langsam zu den Chefinnen dazu. Sie sind gerade über den Büchern schon. Was macht es mit Ihnen, dass jetzt schon so viel Geld da reingekommen ist? Ich finde es sensationell. Das ist sensationell für die Bereitschaft zu sagen, okay, eine schöne Tasche und ich zahle noch was darüber hinaus, weil ich weiß, es geht für einen guten Zweck. Ich bin beeindruckt. Ich bin beeindruckt, wie spendenfreundlich doch unsere Gäste sind, unsere Wahnsinn. Das war jetzt meine erste Versteigerung. Ich habe richtig das Gefühl gehabt, da knistert die Luft. Wie haben Sie es miterlebt? Ich bin überwältigt. Ich kann mich also eigentlich meiner Kollegin und Kooperationspartnerin nur anschließen. Es ist für mich einfach wunderbar, weil das gibt natürlich ein sehr gutes Gefühl. Wir unterstützen ein tolles Projekt, wissen, dass es hier in München ankommt und damit auch die Münchnerinnen gespendet haben. Tolle Taschen, hochwertige Taschen. Überwältigend. Es ist Freude. Heute Abend gehe ich zufrieden ins Bett. Spenden kann man immer noch. Unter dem Motto Handtaschenbasar online bei Horizont e.V. oder spätestens kommendes Jahr beim nächsten Handtaschenbasar. Das Mysterium der Handtasche. Vielleicht habe ich es noch nicht so ganz für mich geknackt, aber ich habe verstanden, es geht um die schönen Dinge im Leben. Und zu denen gehört ja auch Gutes zu tun. Und dieser Tag heute hier, der hat das einfach vereint. Und damit sage ich Ciao, Servus, das war's von mir hier bei der Szene München.